Also, wir haben gesehen, in den USA mit Fair Use geht sehr viel. Die Norweger mit ihren Extensive Collective License haben auch sehr viel hingekriegt. Und in Deutschland, wenn man versucht, innerhalb des Rahmens dieser europäischen Schrankensystematik zu bleiben, da schafft man zwar einige durchaus wichtige Verbesserungen, Katharina de la Durantay, aber man bleibt doch weit hinter dem zurück, was in Norwegen möglich ist mit dieser sehr weitgehenden Zugänglichkeit von kulturellem Erbe. Meine Frage jetzt an Till Kreutzer, der sich ja mit den verschiedenen rechtlichen Bestimmungen auch im internationalen Vergleich sehr beschäftigt hat. Warum führen wir dann nicht einfach Extensive Collective Licenses, dieses System, was es in den nordischen Staaten gibt, einfach hier in Deutschland ein? Und könnten wir, dürften wir das eigentlich, oder würde das europarechtlichen Vorgaben widersprechen? Warum wir es nicht einfach einführen, ist, die Antwort darauf ist ganz einfach, weil nichts einfach ist. Also das muss politisch gemacht werden, der Rahmen muss politisch geschaffen werden. Und wie wir wissen, im Urheberrecht kann man überhaupt nichts einfach mal politisch durchsetzen, sondern es ist eben alles sehr, sehr kompliziert und absolut umstritten. Und das hat in diesem Fall tatsächlich überhaupt nichts mit zu engen europarechtlichen Vorgaben zu tun, weil Schweden ist auch in der EU und Felix Trumka hat es ja schon gesagt, es gibt keine europarechtliche Vorgabe, die sagt, dass man Extended Collective Licensing nicht einführen darf. Und das liegt daran, dass es sich hierbei eben nicht um Schrankenregelungen handelt, sondern um wahrnehmungsrechtliche Aspekte und die sind europarechtlich eben bislang nicht voll harmonisiert und auch nur in Teilen überhaupt angesprochen. Dann bleibt aber die Frage, einfach ist es nicht, aber ist es dann nicht vielleicht der sinnvollere Weg, frage ich Katharina de la Durantay, die sich ja sehr beschäftigt hat, wie man innerhalb der Schrankensystematik vorgehen könnte, ist das nicht vielleicht eine Sackgasse? Ich glaube nicht, dass das eine Sackgasse ist. Ich glaube, sonst hätte ich da auch nicht so viel Gehirnschmalz reingesteckt. Aber Extended Collective Licenses haben natürlich wahnsinnige Vorteile. Ich kreiere einen One-Stop-Shop, in dem ich irrsinnig viele Rechte auf einmal bekommen kann. Die haben aber auch Nachteile und vielleicht kann Herr Trumke dazu gleich auch noch etwas sagen. Ein Nachteil ist, dass die Lizenzgebühren, die gezahlt werden, die erreichen die Rechteinhaber nicht, sondern oftmals ist das eine Lizenz, die auf Kosten des oder staatlicher Institutionen geht und zugunsten bekannter und tatsächlich in den Verwertungsgesellschaften vertretener Rechteinhaber für Werke von Rechteinhabern, die diese Verwertungsgesellschaften überhaupt nicht repräsentieren. Das ist, finde ich, eine Sache, die sehr problematisch ist an diesen Lizenzen. Eine andere Sache ist, dass man braucht Verwertungsgesellschaften, die eine ganz große Prozentzahl an Rechteinhabern vertreten und davon haben wir viele, also es ist nicht so, als hätten wir in Deutschland nicht auch starke Verwertungsgesellschaften, aber diese Rechte können üblicherweise dann nur innerhalb eines Gebietes gewährt werden, also nur für das Land, in dem die Verwertungsgesellschaft auch die Rechte einräumen kann. Das heißt, in Norwegen eigentlich nur für Norwegen. Das heißt, grenzüberschreitende Lösungen werden damit auch nicht leicht. Also es kann, das ist ein weiteres Problem. Es gibt ein nächstes Problem ist, dass ausländische Rechteinhaber oftmals noch größere Probleme haben, an ihr Geld ranzukommen als die inländischen Rechteinhaber. Ein großer Teil der eingeworbenen Gelder werden allgemein für kulturelle Förderung und für kulturelle Projekte innerhalb des Landes verwertet oder benutzt und ausländische Rechteinhaber haben dann davon gar nichts. Also es ist in gewisser Hinsicht auch eine Steuer zulasten ausländischer Rechteinhaber.
Das sind sozusagen Preise, um die man wissen muss. Man kann sagen, das ist mir wert. Und diese Einfachheit und die Möglichkeit, Zugang zu gestalten, ist mir wichtiger als die Punkte, die ich jetzt gerade genannt habe. Und davon gibt es noch mehr. Aber ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass das jetzt auch kein problemloses Allheilmittel ist. Ich weiß nicht, Herr Trumke, vielleicht fallen Ihnen da noch mehr Kritikpunkte dazu ein. Es ist natürlich auch ein gewachsenes System in den skandinavischen Ländern und bei uns wäre es kein gewachsenes System. Man müsste es neu einführen. Für vergriffene Werke haben wir jetzt sowas Ähnliches in Deutschland erstmalig, aber Sie sind da noch viel mehr Experte als ich. Ja, also dieses Modell ist so in den letzten Jahren wahnsinnig populär geworden. Man hat immer wieder nach Skandinavien geschaut, und das haben wir ja auch heute und gestern gemacht, und uns verwundert die Augen gerieben, was sie so alles hinkriegen. Und natürlich ist man dann sehr schnell bei dem Punkt, wo man denkt, warum führen wir es nicht bei uns ein? Man übersieht allerdings, dass sich dieses Modell nicht umsonst so gut in Skandinavien entwickelt hat. Und das hat auch mit gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen zu tun, die wir jetzt beispielsweise in Deutschland nicht haben. Das Erste wäre, was die Organisationsdichte anbelangt. Wir haben hier zwar auch Verwertungsgesellschaften, aber in Skandinavien gibt es auch solche Verwertungsgesellschaften wie hier. Es gibt auch sowas wie die GEMA, gibt es auch in Schweden. Sowas wie die VG Wort, aber es gibt noch andere Arten von Organisationen, das ist sehr kleinteilig. Da gibt es Berufs- und Interessenverbände, die auch die Urheberrechte ihrer Mitglieder wahrnehmen. Und die wiederum sind dann in größeren Verbänden und die größeren Verbände sind wieder Mitglied in solchen Umbrella-Organisationen. Und durch diese Umbrella-Organisation ist es möglich, dass dann eine gebündelte Lizenzierung und man mit einer Vereinbarung dann plötzlich alles darf. Und das ist gewachsen und das haben wir hier nicht. Wir haben zwar gewisse Sektoren in diesen Verwertungsgesellschaften, aber das trägt enorm zur Legitimität bei und das kann man nicht eins zu eins einfach hier umsetzen. Und man könnte sich überlegen, wie man diese positiven Effekte vielleicht hier umsetzen könnte, aber dieses Modell ist seit über einem halben Jahrhundert in Skandinavien und es hat am Anfang große Widerstände gegeben und mittlerweile ist man sich einig, aber es ist auch da so ein gewisser Geist da, dass man sagt, jeder versucht, sein Interesse einzubringen bei diesen Verhandlungen, aber niemand blockiert. Also es gibt dieses Modell auch beispielsweise für Nutzung in Bildungseinrichtungen und jedem ist bewusst, wir brauchen diese Nutzung und am Ende müssen wir es irgendwie erlauben. Also müssen wir vertraglich uns einigen und da scheinen mir auch in Deutschland so ein bisschen die Fronten verhärtet zu sein, dass man da über den vertraglichen Weg auch gehen kann. Denn wir dürfen nicht vergessen, wenn kein Vertrag zustande kommt, gibt es auch keine Nutzung. Das heißt, man ist natürlich davon abhängig, dass diese Verträge zustande kommen. Die Gelder, ist es richtig, also ein außenstehender Rechteinhaber hat wahrscheinlich gar keine Ahnung, dass in Skandinavien sein Werk verwendet wird. Zu den skandinavischen Organisationen muss man sagen, natürlich gehen diese Gelder dann in diesen großen Schlund dieser großen Organisation und verschwindet da erstmal und kommt natürlich den nationalen Rechteinhabern in erster Linie zugute. Aber, das muss man jetzt zugunsten der skandinavischen Organisationen sagen, sie sind sehr transparent und sie bemühen sich aktiv um die Verteilung, auch ins Ausland, indem sie denn ausländische Verwertungsgesellschaften die Gelder transferieren. Also die sind da wirklich vorne dran und ich behaupte mal, sie sind wesentlich transparenter in ihrer Arbeit und in ihrer Tätigkeit, als sie es auch in Deutschland sind. Insofern, und was das, was letztlich die territoriale Wirkung, das hat eine nationale Schranke natürlich auch. Also wenn wir irgendwas Grenzüberschreitendes wollen, dann bleibt eigentlich nur Europa. Gut, Juristen haben ja die Eigenart, dass sie gerne in ihren Systemen bleiben, am liebsten sich auch von der Wirklichkeit nicht wirklich zu sehr beeindrucken lassen. Wir wollen das hier nicht als Diskussionsform aufkommen lassen, dass hier nur Juristen sprechen. Deshalb sitzt auch Dietmar Preißler hier, der ja diesen wunderbaren Reality-Check gemacht hat. Ich habe jetzt mal eine Frage, wäre es nicht vielleicht eine Idee, und das ist auch eine Frage, die sich ans Publikum richtet und es ist damit vielleicht auch gleich verbunden, Dietmar, dass du dazu sagst, aber dann auch die Aufforderung auf Fragen aus dem Publikum oder Anmerkungen.
du hast so schön ausgerechnet, wie viele Arbeitsstunden die Rechteklärung für verschiedene Bereiche bei dir in Anspruch nehmen kann. Wäre es nicht vielleicht mal sinnvoll, das aufzurechnen, wenn man so in einem 5-Jahres-Programm die gesamten Bestände digitalisieren will und das einfach mal die damit verbundenen Kosten in einer konzertierten Aktion aller Gedächtnisinstitutionen gleichzeitig bei den nächsten Haushaltsverhandlungen einfach mal anmelden? Das wäre ja vielleicht einfach mal eine Möglichkeit, deutlich zu machen, was man von Museen, Archiven und Bibliotheken eigentlich verlangt. Das ist ein Beispiel, wie kreativ Juristen sein können. Nicht? Also das ist, es ist, diese Diskussion zeigt ja viel. Also zunächst mal, ich schätze Juristen. Nicht? Also ich, das ist, und was sie gemacht haben, das sind, nein, ich habe auch eine Juristin geheiratet, deswegen weiß ich das ganz genau, dass die wertvoll sind. Und diese juristischen Fingerübungen, die wir gerade gesehen haben, haben uns auch viel gezeigt, das Bemühen sozusagen, das Gesetz für uns verwendbar zu machen. Das finde ich eine klasse Sache. Wir merken eben, wir stoßen an Grenzen. Auch das, was Sie gesagt haben, wir müssen uns in diesem Rechtsrahmen nochmal bewegen. Das Fazit ist doch aber daraus, wir müssen überlegen, zwei Dinge. Und da alle Juristen, wie sie hier sitzen, haben noch nicht drüber nachgedacht. Uns wird einfach immer wieder gesagt, das ist eine Nutzung. Ich habe von keinem Juristen hier mal gehört, ob das, was wir tun, wirklich Nutzung ist. In dem Moment, wo man sagt, es ist eine Nutzung, können natürlich Juristen immer nur in ihrem eigenen System denken. So wie sie da sitzen, sind sie in ihrem System gefangen, versuchen das für uns brauchbar und handhabbar zu machen, finde ich klasse. Aber letztendlich, das Ergebnis der Diskussion ist doch, dass wir eine politische Lösung brauchen, und zwar möglichst von einem Nicht-Juristen, weil die Juristen müssen immer wieder sagen, das sind doch die gängigen Rahmenbedingungen, die wir gar nicht herumkommen. Ob es auf europäischer Ebene ist oder auf nationaler Ebene, es hindert uns einfach. Es fehlt da die Vision, und deswegen müssen wir eventuell in dieser Aktion, die Paul hier auch vorschlägt, auf jeden Fall auf die Politik zugehen und sagen, wir brauchen den Visionär, der einfach sagt, die Gedächtnisorganisation und das Kulturgut, das sie vertreten, ist so wichtig, dass man das Urheberrecht auf welcher Ebene immer auch gängig macht. Das ist nicht einfach, aber das Denken im System, glaube ich, bringt uns wirklich nicht viel weiter. Till Kreuzer. Das hätte ich jetzt noch ergänzt zu diesem Extended Collective Licensing versus Schrankenfrage. Man muss sich immer vorstellen, dass diese ganzen kollektiven Rechte, Wahrnehmungsmechanismen wie Verwertungsgesellschaften im Generellen sind nur Kompensationsmechanismen für ein überbordendes Urheberrecht. Nichts anderes. Weil damit wird ja an der eigentlichen Situation nichts geändert. Die eigentliche Situation ist ja das, was Herr Preisler sagt. Man müsste ja eigentlich sagen, aus gesamtgesellschaftlichen Interessen brauchen wir da sozusagen Bereichsausnahmen und sagen zum Beispiel, das, was die da machen, diese Organisation, das ist gar keine Nutzung im Sinne des Urheberrechts. Mit anderen Worten, wir schälen das da raus, das ist gar nicht mehr drin. Ja, das ist eigentlich der Weg, den ich ja auch immer versuche zu beschreiten. Aber diese Regeln, die werden eben nicht von den Juristen gemacht, sondern von den Politikern. Ja, nicht, dass nicht auch viele Politiker nicht Juristen wären, aber die Visionäre im Bundestag sind verdammt rar, ja, verdammt rar. Und wenn man da mit solchen Ideen kommt, dann wird erstmal in Deutschland gesagt, geh nach Europa, wir können gar nichts machen in diese Richtung, ja, es ist wie es ist. Dann geht man nach Europa und sagt, hey, so und so müsste man das machen, Fair Use müsste es geben, ja, in Europa, dann sagen die. Da musst du aber zur UN gehen, ja, zur WIPO, um dann die revidierte Berner Übereinkunft ihres Zeichens von 1907 in Grundzügen zu verändern, damit halt bestimmte Rahmenbedingungen so geändert werden, dass das geht. Und wenn man diese Antwort erhalten hat, dann ist das wie bei so einer Telefonschleife bei der Telekom oder beim Finanzamt, wo jeder sagt, ich stelle sie mal zu dem durch und ich stelle sie mal zu dem durch und jeder sagt dann wieder, ich stelle sie durch und sind dann wieder am Anfang und haben keine Antwort. Ja, weil die UN sozusagen gibt es nicht. Ja? Das ist die Staatengemeinschaft und diese Berner Übereinkunft zu ändern, das ist ja illusorisch. Ja? Insofern, ja, das ist kafkaesk. Ja? Und da ist die Frage, wie kommt man da voran? Und ich glaube, dass es tatsächlich sehr sinnvoll ist und wichtig ist, auf diese Missstände immer wieder hinzuweisen. Auf der anderen Seite ist es eben sinnvoll, sich so mit kleinen Schritten voranzuarbeiten. Und deshalb bin ich auch immer der Meinung, ECL
ist eigentlich nur eine Notlösung, ja, far from optimal, aber es ist eben immerhin eine Lösung, die auch relativ niederschwellig erreicht werden kann, relativ. Und insofern wäre das vielleicht der notwendige nächste Schritt, um dann nach dem nächsten Schritt wieder sagen zu können, okay, wir haben das jetzt, das ist auch ganz gut, aber wenn man eben nicht 50 Jahre Tradition hat in solchen Systemen, funktioniert das nur leidlich. Also ist der konsequente nächste Schritt im Prinzip europäische Ausweitungen von Schrankenregelungen in Richtung Fair Use oder so. Das ist leider politische Realität. Gut, das ist ernüchternd. Ich bin ernüchtert. Ja. Ja, aber ich würde gerne noch ein bisschen mehr Salz in die Suppe streuen, glaube ich. Weil noch mehr, gut. weil ich, also zum einen, Fair Use besagt auch nicht, dass die Nutzung, von denen Sie sprechen, keine urheberrechtlich relevanten Nutzungen sind. Das bleiben urheberrechtlich relevante Nutzungen. Also wenn du das wirklich ändern möchtest, dann musst du, oder musst du was ganz anderes machen. Aber ich glaube, dass dieses, das amerikanische System, also Fair Use, ist natürlich ein, Sie haben die Norm gesehen, die ist kürzer, die ist flexibler, die ist technologieneutral formuliert. Für Menschen, die risikoaffin sind und tiefe Taschen haben, bietet Fair Use viele Möglichkeiten. Die Amerikaner haben aber selber gesehen, dass Bibliotheken, gerade öffentlich finanzierte Bibliotheken, nicht zu diesen Nutzergruppen gehören, weder wahnsinnig risikoaffin sind, noch über unglaublich tiefe Taschen verfügen. Und deswegen, weil Fair Use ihnen keine rechten Vorgaben gemacht hat, Nutzungen vor Nutzung zurückgescheut sind, die möglicherweise rechtmäßig gewesen wären, also zum Teil weniger genutzt haben als in Deutschland. Und deswegen wurde in Amerika zusätzlich zu dieser Fair Use-Klausel, die Herr Trumke gezeigt hat, noch eine spezifische Schranke für Bibliotheken, Museen und Archive geschaffen, die präziser formuliert war und die eher risikoaversen Nutzern oder Nutzern, die ganz sicher sein möchten, dass sie auf der Seite des Rechts stehen bei ihrer Nutzung und da unter kein Risiko eingehen möchten, denen die Nutzung gestatten soll. Diese Schranke stammt von 1978, ist also nicht gerade ideal auf die digitale Welt zugeschnitten und es gibt immer wieder Versuche, sie zu überarbeiten. Das klappt nicht so richtig, aber ich finde, dass die Schranke geschaffen wurde, zeigt, dass es in Amerika mit Fair Use in diesem Bereich, über den wir hier gerade sprechen, auch Probleme gibt. Und wenn man sich anguckt, welche Nutzer sich Fair Use bedienen, dann sind es auch nicht immer unbedingt staatliche Bibliotheken, die das tun. Also ich will nur sagen, dass Fair Use hat gewisse Vorteile, aber man muss schon sehen, dass es natürlich eine Einbuße an Rechtssicherheit gibt und dass es gewisse Kosten auch da mit sich bringt. Also ich bin jetzt einfach so rundum Bedenkenträger, merken Sie, und hier jetzt auch. Gut, Bedenkenträger, dafür sind Juristen ja bekannt, dass sie das sind, aber wir unterhalten uns natürlich nicht nur über Bedenken, sondern auch über Lösungen. Till, du hattest gleich... Ich müsste dazu noch mal was ergänzen, also Fair Use... einzuführen heißt ja nicht, dass man das US-System in jedem Fall genau so übernehmen muss, wie es da ist in den USA. Ja, wir haben in so einem Projekt ein ähnliches System entwickelt, was eine Kombination von Fair Use und diesem kontinentaleuropäischen Ansatz der vermeintlich konkreten Schrankenbestimmungen beinhaltet. Und das ist im Prinzip ganz einfach. Man sagt, Fair Use ist erlaubt, ja, und unter Fair Use fällt unter anderem zitieren, Privatkopien machen, tolle Terminals einrichten, um da bestandsakzessorisch ein einziges digitales Abbild eines vorhandenen physischen Werkes zu zeigen und so weiter. Kann man alles machen, kann man kombinieren, diese Systeme. Es gibt natürlich Aspekte, die da schwer einzufangen sind, wie zum Beispiel die Vergütungen. Ist sehr schwierig zu sagen, Fair Use ist alles, was eben Fair Use ist, ist erlaubt. Da in Europa aber immer ja eine Vergütung dahinter hängt, muss man ja irgendwann mal dann auch konkret sagen, was ist denn eigentlich erlaubt und was für eine Vergütung wird dafür bezahlt und an wen. Das sind so Sachen, das ist wirklich nicht einfach, aber das heißt alles überhaupt nicht, dass es unmöglich ist. Also das sind ja regulatorische Systeme, das sind ja keine, Fair Use ist ja keine Regelung, sondern das ist ein System, das ist eine Idee, ein Konzept, wie man eine Regelung machen kann.
Und da gibt es halt Kombinationsmöglichkeiten zwischen verschiedenen Konzepten. Und wenn man das macht, glaube ich, kommen da ziemlich praktikable und schlaue Lösungen raus. Ist klar, wir haben diese Tradition nicht, aber von solchen Dingen mich abhalten zu lassen, das dann auch vorzuschlagen und auszuarbeiten, das hat mir noch nie behagt, zu sagen, naja, hatten wir noch nie, war immer so und deshalb machen wir das jetzt auch nicht. Das kann nicht die Lösung sein. Wir brauchen praktikable Lösungen, deshalb muss man da auch mal über den Tellerrand rausschauen. Es geht doch, habe ich am Anfang der Konferenz gesagt und ich muss schon sagen, ich finde so eine Gegenüberstellung, wie sie Herr Trumke gemacht hat, wo wir durchaus auch sehen, wie verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen zu ganz unterschiedlichem Grad an Digitalisierung von kulturellem Erbe führen, eindrucksvoll, um deutlich zu machen, es geht tatsächlich auch trotz der Berner Konvention und anderer urheberrechtlich bindender Verträge. Aber wie geht es? Wie ist das politisch durchsetzbar? Und vor allen Dingen, was, und jetzt wieder meine Aufforderung auch an Sie, sich dazu zu äußern, was erwarten Sie eigentlich von uns Juristen dabei? Und überbrückt die Pause mit dem, was mir ja nicht Jurist, du darfst ja, auf der Zunge liegt. Das will ich vielleicht auch nochmal sagen, weil ich immer sehr stark natürlich jetzt dafür eingetreten bin, dass wir Gedächtnisorganisationen das Recht bekommen, es zu zeigen. Wir stehen natürlich auch auf der Seite der Urheber. Wir wollen natürlich, dass die Urheber über das, was wir tun, später auch Geld bekommen. Wenn wir 70.000 Karikaturen haben, die wir erfassen, dann garantieren nur wir, dass diese 70.000 Karikaturen überhaupt aufgefunden werden. Wenn dahinter dann die Kette steht, ob das nun der Künstler selber ist oder seine Erben, wenn wir es nicht tun würden, würde überhaupt nichts passieren. Man würde es nicht mal finden. Also ich muss Ihnen mal klar sagen, wir tun dies auch im Interesse der Urheber, dass diese Dinge eben verfügbar gemacht werden. Der Urheber allein ist überfordert, seine Objekte ins Netz zu stellen, behaupte ich jetzt einfach mal. Zumindest die, die jetzt auch schon gestorben sind. Wir tun das. Nein, also gerade bei Karikaturisten, die Realität ist ja so, die Karikaturisten stellen heute ihre Arbeiten ins Netz, können sie dort abrufen. Da können sie anklicken und sagen, ich will das haben. Dafür zahlen sie 200 Euro, wunderbar. Nicht? Aber wir haben eben die Karikaturen der 50er, 60er, 70er Jahre, stellen die rein und dahinter sind ja ganze Ketten von denen, die noch leben. Wenn wir es nicht tun, wer tut es denn dann? Bei den Verwertungsgesellschaften kommen sie nur weiter, wenn sie wirklich den Namen des Urhebers wissen. Die können dann nur sagen, ja, wir vertreten ihn. Aber wo diese Objekte sind, da sind wir und wir öffnen erst sozusagen diese Wertschöpfung für die Urheber. Museen, Bibliotheken und Archive als Diener der Urheber. Ich habe das noch nie anders gesehen. Trotzdem, was wollen Sie von uns Juristen? Ist Ihnen zu helfen? Können wir Ihnen helfen? Oder ist es vielleicht ganz umgekehrt, müssen Sie uns helfen? Ja? Ich denke schon, dass wir Ihnen und Sie uns helfen sollten. Und zwar sollten Sie sich vorher mal informieren, jetzt nicht Sie jetzt konkret, aber Juristen, was eigentlich der Gegenstand dieses Gesetzes ist, den Sie machen. Das heißt, so ein Praxistest, der muss nicht dann erst kommen, wenn wir das Gesetz haben, sondern man muss sich vorher mal informieren, was man da eigentlich anrichtet. Und ich glaube, das ist in diesem Fall überhaupt nicht geschehen, denn das, was da angerichtet wird, wir sitzen doch heute Nachmittag eigentlich hier und haben Scherben beguckt. Und das finde ich eigentlich schade. Das hätte man uns gut ersparen können, wenn man vorher einfach mal wirklich geguckt hätte, was ist denn los bei den Gedächtnisorganisationen, wie müssen die denn dann arbeiten? Denn ich meine, das eine ist die Theorie, das andere ist aber, wir sind diejenigen, die mit diesen Sachen arbeiten müssen. Man hätte uns vielleicht mal vorher fragen müssen, bevor es fertig auf dem Tisch liegt. Danke. Ich gebe Ihnen recht und gleichwohl, die Juristen unterscheiden zwischen Bringschuld und Hohlschuld. Ich denke, es ist nicht nur eine Frage der Gesetzgeber, genau hinzuhören, was in Museen und Bibliotheken und Archiven passiert. Es ist auch eine wichtige Aufgabe von diesen Institutionen, zu artikulieren, was für Regelungen sie brauchen. Und
Mit vorsichtiger Kritik möchte ich anmerken, dass trotz einiger sehr lobenswerter Initiativen diese Formulierung der Interessen von Museen und Bibliotheken und Archive auf jeden Fall sehr viel leiser war als die Artikulation von Interessen anderer Lobbygruppen. Und so etwas hat auch durchaus Folgen. Insofern hier vielleicht auch nochmal die Aufforderung, nicht nur über das Recht zu jammern, sondern diese Interessen auch durchaus zu formulieren, auch politisch zu formulieren. Anders als die Formulierung politischer Interessen kann man Gesetzesänderungen nicht durchsetzen. Oder, Herr Trumpke, wie sehen Sie das? Nee, kann man nicht. Kann man nicht. Herr Preis? Ja, ich hatte ja jetzt auch heute ein bisschen die Aufgabe, den Bad Guy zu spielen, habe ich gerne auch gemacht. Man muss in der Tat auch sagen, das, was die Juristen da drüben auch gesagt haben, wir sollten die kleinen Schritte auch gehen. Und diese Geschichte, dass man eine Datenbank hat, wo man es eintragen kann, die ist ja nicht zuletzt auch bei Gedächtnisorganisationen mit entstanden. Lieber Paul, wir haben gemeinsam ein Papier mit auf den Weg gebracht, wo das auch mit drin steht. Wir hatten uns da nur was anderes erwartet nachher draus. Also dass dann sozusagen ein bürokratisches Monster entsteht, das wussten wir nicht. Also in der Tat, wir haben da an bestimmten Stellen Interessen artikuliert, dass Gesetz über die verwaisten und vergriffenen Werke, wenn ich da zumindest die Kollegen von den großen Bibliotheken verstehe, helfen denen zumindest bei den vergriffenen Werken ein ganzes Stück weiter. Man muss ja auch berücksichtigen mit Interessenartikulation, dass wir ja nicht zwei Seiten haben. Wir haben ja nicht den Nutzer, also die Gedächtniseinrichtung, auf der anderen Seite der Urheber. Die Interessen sind ja viel vielfältiger und die alle in Einklang zu bekommen, ist natürlich schwierig, aber jede Gruppe ist in ihrer Interessenartikulation, manche sind besser, manche sind schlechter in Skandinavien oder eben nicht so gut organisiert. In Skandinavien zum Beispiel waren die Autoren in den letzten Jahren, wenn es um die Ausweitung dieser Extended Collective License ging, waren die Ersten, die gesagt haben, dass sie es wollen, weil sie das Geld dafür bekommen und weil sie sehen, dass die Nutzung dann rechtmäßig ist. Die Autoren haben sich nicht dagegen gewehrt, die Urheber. Also insofern, man muss immer aufpassen, welche Interessen da auch involviert sind und die weichen halt auch, können auch sehr voneinander abweichen, was natürlich dann auch den Konsens wahnsinnig schwierig macht. Und die begünstigt, die sich gut in der Lobby auch einbringen können. Eine Frage war eben dort hinten noch. Ja. Nochmal eine andere Sache für die Juristen als Verhältnismäßigkeit, also dieser Grundsatz, den man auch im Denkmalrecht hat, dass man sagt, man vergleicht die Rechtsansprüche des Denkmaleigentümers zum Beispiel und des Nachbarn, also die Eigentumsrechte und die anderen öffentlichen Rechte. Ich meine, wir als öffentliche Einrichtungen, wir haben irgendwann mal viel Geld auch für die Sachen gekauft, also bezahlt, sie für ihre Plakate, wir für irgendwie den Kirchner oder auch später für die modernen Künstler. Und dann wird von uns erwartet, dass wir die Kulturgüter, die wir für die Allgemeinheit verwalten, sozusagen auch vermitteln. Vermitteln ist eben eine Möglichkeit, das Ganze im Internet auch zu präsentieren, auf einer Online-Datenbank. Das ist uns wiederum verwehrt, weil wir ja dann wieder die Bildrechte einholen müssen, was in manchen Bereichen gar nicht möglich ist. Ob man da nicht einfach sagt, wie ist die Verhältnismäßigkeit? Auf der einen Seite der Künstler, der einen Anspruch darauf hat, dass er sozusagen Geld für die Nutzung bekommt und auf der anderen Seite wir, die das ja nicht kommerziell nutzen wollen, sondern einen Auftrag an die Öffentlichkeit haben, diese Dinge zu vermitteln. Also ich finde, da muss man irgendwo nochmal eine Krux finden für öffentliche Einrichtungen und nicht irgendwie nur den Künstler und sein Urheberrecht, unabhängig von den anderen. Gut, dazu Till Kreuzer und dann Roger Josewald hatte sich auch gemeldet, aber erst Till Kreuzer direkt hierzu. Vielleicht kann man ganz einfach erklären, warum das so nicht gesehen wird, weil es geht nicht um den Künstler. Felix Trumpke hat gesagt, ja, die Urheber haben in Skandinavien überhaupt nichts dagegen. Die Politik macht aber auch keine Urheberrechte. Das heißt nur Urheberrecht, dieses Gesetz, ja, weil es mal aus einer Zeit stammte, wo diese Idee im Vordergrund stand. Es ist aber kein Urheberrecht, über das wir hier reden, sondern es ist ein knallhartes Industrieschutzrecht, was eben knallharte Märkte, die sehr umkämpft und sehr kompetitiv sind, schützen soll. Nur darum geht es hier.
Und ich kann Ihnen genau sagen, wie es zustande kommt, dass solche Sachen wie diese verwaiste Werke-Richtlinie am Ende so verkrüppelt da rauskommen, obwohl das ja ein Paradebeispiel wäre für einen Fall, wo eigentlich überhaupt niemand was dagegen haben kann. Weil wie gesagt, ein Waise hat halt keine Eltern. Ja? Und wenn es keinen Rechteinhaber mehr gibt, wer soll was gegen haben, wenn das genutzt werden kann? Niemand. Ja? Trotzdem kommt das dabei raus, was vorhin beschrieben wurde. Und das erklärt sich wie folgt. Da gilt wahrscheinlich, ich bin ja nicht in dieser Sphäre, aber ich beobachte das seit langer Zeit, die Dammbruchtheorie. Das heißt, wenn ich auch nur einen Millimeter von meinen überbordenden und super weitgehenden Schutzrechten, den Urheberrechten, ja, die alle bei irgendwelchen Großunternehmen liegen, preisgebe für eine Regelung, die sagt, in ganz kleinem Maße darf man das ohne Zustimmung und ohne dafür zu bezahlen verwenden, dann bricht der Damm sozusagen und dann kommen auf einmal diese ganzen komischen Museumsleute und Archivare und die wollen alle irgendwie Ausnahmeregelungen haben. Dann kommt irgendjemand und sagt, Fair Use wäre total sinnvoll, weil da kann man ganz viele tolle kulturelle Sachen machen. Aber das wollen wir ja nicht. Was wir wollen, ist ja über jede einzelne Nutzungshandlung einen Vertrag zu schließen und zu sagen, Sie zahlen dafür 5 Euro, Sie zahlen 5.000 und Sie dürfen es gar nicht. Weil das ist die absolute Kontrolle, die ich dann habe in diesem System und genau auf dieser Idee basiert das Urheberrecht, absolute Kontrolle zu haben. Und jeder Schritt in diese Richtung nimmt ein bisschen weg von dieser Kontrolle. Abgesehen davon, dass diese Kontrolle gerade im Internet natürlich völlige Illusion ist, ist es einfach ein Konzept, was vollkommen auf die eine Perspektive fokussiert, nämlich das geistige Eigentum des Urhebers muss geschützt werden und alle anderen Interessen, die da dran hängen, nämlich das gesamtgesellschaftliche Interesse am Erhalt von kulturellem Erbe und so weiter, ist völlig nebensächlich, darum geht es überhaupt nicht. Das ist nicht der Punkt. Es geht um den Schutz der Urheber oder natürlich faktisch der Verwertungsindustrie und deshalb tun wir uns so unfassbar schwer, auch nur in die Regionen zu kommen von US Copyright, weil da eben ganz andere Ansätze gelten. Das ist da tatsächlich ein Wirtschaftsrecht und da ist es viel leichter zu sagen, okay, ein Monopol darf nur so und so weit gehen, wenn nicht, schadet es der Wirtschaft mehr, als es tun würde, wenn man es wieder beschränkt. Insofern ist es wesentlich einfacher zu sagen, das ist eine pragmatische Lösung, Fair Use, deshalb kann man da eine ganze Menge mehr machen. Das ist unser Problem und um das zu überwinden, muss man halt 130 Jahre Tradition überwinden und vor allem in die Köpfe der Leute versuchen reinzukriegen, dass es hier überhaupt nicht um die schöngeistige Idee vom geistigen Eigentum und den spitzwegschen Poeten geht, der in seiner Kammer liegt und unter Aufbehrung sämtlicher Kräfte und unter Entbehrung jeglichen Luxus sein Werk aus sich heraus schafft und in die Welt hinaus erlässt. Natürlich gibt es solche Fälle, aber wie viele sind das? Wir reden von Softwareprogrammierern. Ja, und von Apps und von Fahrscheinen, die gestaltet werden und von irgendwelchen Logos und solchen Dingen, ja, das hat alles miteinander überhaupt nichts mehr zu tun, ist völlig entkoppelt. Ja. Eigendynamik. Und um das aufzuhalten, müssen ganz viele Leute immer wieder sagen, Leute, jetzt kommt mal wieder runter von eurem geistigen Eigentum und lass uns doch mal darüber reden, worum es hier wirklich geht. Es geht auf der einen Seite um wirtschaftliche Interessen von Industrie und auf der anderen Seite geht es um gesamtgesellschaftliche Interessen der Allgemeinheit und die muss man in einen Ausgleich bringen und da kann die Lobbyisten noch so viel darüber erzählen. Es ist meine Erwartung von einem Bundestagsabgeordneten, dass der erkennt, dass er unter anderem, also eigentlich vorwiegend, dafür zuständig ist, die Interessen seiner Wähler zu vertreten und die sind nun mal anders gelagert als die von Großunternehmen. Wenn ich das wollte. So. Yeah. Okay, I just would like to give a few comments from Norway, listening to this debate. When we started this project in 2009, we were met by colleagues from Europe with quite a lot of reluctance or even hostility because they said, this is too expensive. You pay too much. It won't be possible in the bigger countries. And we tried to tell that if we are going to clear the rights individually, it will even cost more, because this is impossible. And we've just heard this afternoon some examples really supporting this view.
of the cost. So we would rather spend the money on the rights holders than on the lawyers to and the accountants for doing the accounting. But this has, over the last 4 years, changed quite substantially, because now many come back and want to learn and have our experience of this model. But I also have to say that yet we're not sure how this will develop. In the first testing period, the pilot period, we had a round with the distribution among the rights holders as well. But from 2012, the collecting society has only been collecting the money. They're not yet distributed among the rights holders. And this is the real hard debate going on at the moment. How much should the publisher have? How much should the author have? Should the author have individual remuneration? Should it be distributed as grants? And this debate is going, and they still are coming back to get more statistics to find out how this should be done. But I'm sure this will find a solution. I mean, there is a long tradition, and Felix has a point in pointing to the Scandinavian model, the societal model in large, where there is a long tradition for collective agreements and these kind of arrangements. But I think when the money are distributed and everyone gets their share, they also see that if they stop the agreement, this money will stop, and this money will disappear, because this won't, it hasn't taken the sales of books away. So I think this is a, this is like you get addicted to this money flow into the system. So just have patience, so we can come back and tell you when we have had the first round and the second round and the third round, and there's still lots of parameters where we could adjust this agreement. Now we have agreed to stop in 2001. We could change that, of course. We could say books out of commercial circulation, for example. That would ease the publishers, and they have a chance to opt out. And we know that some of the publishers are planning to do the backlist in like ebooks. And if they do, they probably will opt out for these specific books. But we look upon this as a cultural project, as a project about giving access to cultural heritage. So for us, it's not important to fill the bookshelf with books that's on the bookshelves in the shops. They're available anyway. So the aim for us is to fill the backlist, those not commercially available, and make them available on a reasonable scale and a reasonable payment. So as long as there's no alternative, I think this debate will go on, and if we make this model work, maybe you'll come back and have more of our experiences. And I'd like to put two comments on the shortcomings of the extended collective licensing model. The one is the cross-border question. The cross-border question is a question because there's no other country having this license. If this license was in Germany, there would be no problem to have a cross-border agreement. The Nordic countries can have cross-border agreements. We tried to do that, and we didn't manage to get the politicians eager enough. And when it comes to the question of those not members of the collecting societies, I think the proof of this pudding will be the flow of the remuneration in the system. When the money gets flowing, then this will
dissolve this question. So, good luck on your work. So, let the money flow. It's a good test case to check out whether you got an author's right or you got an industry right. Let's see who gets the biggest slice of the cake in the end of that whole money which is collected, right? So it's an interesting question. We have these fights for the shares in Germany as well all the time. And the question is apparent, who gets what from what is collected? And then in these situations, it's very, very quickly forgotten that the author is the publisher's friend and his, you know, this relationship turns out to be very, very competitive when it comes to money. Ich bin in der. Ich habe eine Frage. Ich sehe einen gewissen Widerspruch in der Tat, dass viele Digitalisierungsprojekte, die in Deutschland durchgeführt werden, durch öffentlichen Gelder und teilweise durch die DFG gefördert wird. Mich würde es interessieren, aus juristischer Gesichtspunkt, denn ich habe ja auch ein Finanzierungsprojekt von der DFG gehabt und es war eine Bedingung der DFG, dass das, was wir Digitalisierung, auch die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Und wir haben ja auch dieses Beispiel, auch zum Beispiel mit dem Projekt Compact Memory, worüber Frau Heuberger gesprochen hat. Und wir haben ja dieses vergleichende Beispiel mit dem Projekt von der Deutschen Nationalbibliothek, was vom Netz genommen würde. Und ich frage mich, wie es möglich ist, dass mit öffentlichen Geldern Digitalisierungsprojekte gefördert werden, die dann mit der Bedingung, dass sie online gestellt werden, aber nach dieser Diskussion, die wir jetzt gerade gehabt haben, die Online-Stellung von das Digitalisat eigentlich nicht zulässig ist. Ja, das ist in der Tat, aber es ist eigentlich nur eine weitere Modifikation dieses grundsätzlichen Widerspruches, dass eine Erwartung an Museen und Archive, Bibliotheken herangetragen wird, eine gesellschaftliche Erwartung, auch eine Aufgabe zugänglich zu machen und die rechtlichen Befugnisse dazu aber weit darunter bleiben. Es hat die Deutsche Nationalbibliothek einen Sammlungsauftrag, das Web zu archivieren, was immer das heißt. Aber sie haben keinerlei rechtliche Befugnisse, die sie tatsächlich in die Lage versetzen, das auf legale Weise zu tun. Also diesen Widerspruch, den gibt es, der lässt sich auch nicht auflösen. Es ist nur unsere Aufgabe, darauf immer wieder hinzuweisen. Ich habe jetzt Angst. Ich habe Angst, dass Sie alle nach Hause gehen und irgendwie Albträume kriegen, wenn Sie an das Urheberrecht denken. Und ich, um das ein bisschen abzumildern, möchte ich doch dafür plädieren, und ich gucke auf die Uhr, wir müssen zum Ende kommen, es gibt eine ganze Menge Dinge, die können digitalisiert werden und die können auch online zugänglich gemacht werden, und zwar ganz legal, sei es, dass sie nicht mehr urheberrechtlich geschützt sind, sei es, dass sie von Autoren oder Rechteinhabern kommen, die leicht zu ermitteln sind, und die dann auch damit einverstanden sind, mit denen man Vereinbarungen schließen kann. Ich plädiere sehr dafür, diese Fälle zu nehmen und damit deutlich zu machen, auch in Deutschland, was alles geht, und damit langsam in einer Bewegung der kleinen Schritte zu zeigen, was geht. Das ist ein Aufruf jetzt des Juristen, der eigentlich immer sagen muss, was alles nicht geht. Nehmen Sie doch die Dinge, die gehen, und gehen Sie ein Stück voran. Ich bitte das sozusagen als positiven Schluss zu nehmen und nicht in Albträumen über das Urheberrecht zu versinken. Ein letzter Kommentar für jeden aus der Runde, bevor ich zur Präsentation der Dokumentation komme und auch noch mit einem sehr positiven Schlusswort, denke ich, enden kann. Aber jetzt, Herr Trumke, was raten Sie dem Versammelten? Es sieht Fachleuten natürlich, es ist düster. Das, was wir aufgezeigt haben, und der
politische Wille mag hin und wieder auch desillusionieren, auch wenn wir sagen, es geht nur politisch. Ich sage nur Leistungsschutzrecht, dann fragt man sich, also wer bestimmt eigentlich, was wie verändert wird oder eingeführt wird. Aber trotzdem, es gibt immer wieder Veränderungen und ich glaube, die kritischen Stimmen und auch der differenzierte Blick aufs Urheberrecht und gerade das, was Till Kreuzer gesagt hat, was letztlich hinter dem Begriff Urheberrecht steht, welche Interessen, welche wirtschaftlichen Interessen, das ist in den letzten Jahren immer stärker geworden. Der differenzierte Blick und die kritischen Stimmen darauf und sie wachsen. Und es wird nicht mehr so einfach sein, es völlig unangetastet die nächsten 10 bis 20 Jahre vielleicht noch mit einer Schutzausweitung durchzukriegen. Es wird enger und es wird definitiv schwieriger. Und so wird man mit der Zeit sich einfach ein bisschen wieder zurückholen, was die andere Seite für sich beansprucht und nicht hergeben will. Also positiv zu sagen könnte ich, ich mache das ja schon sehr lange, ja. Und vor 5 Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es Sachen gibt, die gerade diskutiert werden, dass sie jemals überhaupt diskutiert werden, zum Beispiel in der Europäischen Union. Dass Fragebögen rausgegeben werden, wo so die Frage gestellt wird, sollte es ein Recht auf Remix geben, das hätte es vor 5 Jahren nicht gegeben. Ja, und das zeigt, dass sich der Wind dreht, langsam, sehr, sehr langsam, aber der Wind beginnt sich zu drehen und es beginnt auch in den Köpfen von Politikern einzusickern, dass es halt Notwendigkeiten gibt, die im Moment überhaupt nicht realisiert werden von dem geltenden Recht. Das ist ein langsamer Prozess, aber ich bin relativ optimistisch, dass ich vielleicht noch erlebe, dass ich da wirklich maßgeblich was ändern kann. Was ich jedenfalls noch erleben werde, ist ganz, ganz bestimmt, dass entweder ändern sich die gesetzlichen Regularien und Rahmenregelungen oder das Urheberrecht wird einfach in völliger Obsolenz versinken, weil nämlich alles, was passiert, und das ist ja im Moment schon so, mehr oder weniger, vollkommen überhaupt nichts mehr mit Urheberrecht zu tun hat. Ja, es wird einfach nicht mehr, es kümmert niemanden mehr, wenn es so fern ab der Realität ist, dass es einfach nicht mehr anwendbar ist. Und dann ist es vielleicht auch ganz gut, dann braucht nämlich kein Politiker darüber zu entscheiden, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist. Das ist die Macht des Faktischen und das ist auch eine sehr, sehr starke Macht. Und vielleicht noch ein Ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast. Machen Sie die Sachen natürlich, die gehen und weisen Sie darauf hin, ganz wichtig, aber meines Erachtens ebenso wichtig, weisen Sie auf die Sachen hin, die nicht gehen. Ja. Weil das, wenn man nicht erfährt, ja, Politiker wissen darüber nichts. Ja. Wenn man nicht erfährt, was Sachen einfach nicht gemacht werden und nicht gemacht werden können, weil halt bestimmte Regelungen so oder so sind, das ist auch immer ein sehr, sehr wichtiges Signal, an dem sich ablesen lässt, dass da was im Argen ist. Ja, und das ist halt das, was Sie machen können. Sie können nicht in die Büros der Abgeordneten gehen und da vorsprechen und stundenlang jeden belatschern, aber was Sie machen können ist, Pressemitteilung, ja, Projekt geht leider nicht, weil Urheberrecht macht das unmöglich und wir kriegen das Geld niemals zusammen, was notwendig wäre, um urheberrechtliche Vorgaben einzuhalten. Also wird jetzt leider dieser riesige Datensatz von Zeitschriften, der Exilliteratur oder was auch immer das dann ist, nicht digitalisiert. Und mal gucken, ob wir, wenn wir andere rechtliche Rahmenbedingungen dann haben in 15 Jahren, ob es das dann noch gibt oder ob das mittlerweile verrottet und zu Staub zerfallen ist. Ich möchte die Entwicklung, die wir bisher hatten, vielleicht so ein bisschen entdramatisieren oder erklären, dass sie ganz natürlich ist und deswegen es auch so viele Möglichkeiten gibt, glaube ich, Einfluss zu nehmen. Das Urheberrecht war lange Zeit ein Rechtsgebiet, das so ein Schattendasein geführt hat, weil es einfach relativ wenig Menschen betroffen hat in der analogen Welt. Also die Menschen, die es betroffen hat, die haben um den großen Tisch herum gepasst und die konnten an dem großen Tisch herum gewisse Regelungen finden, die für sie Sinn gemacht haben. Und dass Endnutzer und auch Bibliotheken jetzt plötzlich ständig mit dem Urheberrecht konfrontiert werden, das ist relativ neu oder es war früher jedenfalls in dem Maße einfach nicht der Fall. Und ich glaube, es ist normal, dass es dann Jahre dauert, bis das auch ins öffentliche Bewusstsein durchdringt, dass wir Regelungen haben,
die in einer Zeit geschaffen wurden, die anders war als die jetzige Zeit. Und dieses Bewusstsein besteht jetzt. Die Diskussion fängt an oder hat längst angefangen. Das Urheberrecht ist viel mehr in den Vordergrund geraten. Wenn man sich den Koalitionsvertrag, den letzten, anguckt, dann steht da ein riesiger Strauß von Dingen, den alleine die Bundesregierung angehen will. Was man davon hält, ist eine andere Frage. Aber jedenfalls ist es so, dass es im öffentlichen Bewusstsein ist. Und in Europa befindet sich auch im öffentlichen Bewusstsein. Das heißt, es ist ein wahnsinnig guter Moment, um Interessen zu artikulieren, um auf Probleme aufmerksam zu machen, um Lösungen vorzuschlagen. Und einen kleinen Punkt möchte ich noch anmerken, weil meine beiden Nachbarn und ich, jetzt versinke ich im Selbstlob zum Abschluss, die Deutsche Digitale Bibliothek hat einen kleinen Think Tank ins Leben gerufen, der es sich zum Ziel gesetzt hat, aufmerksam zu machen auf die Probleme, die Gedächtnisinstitutionen haben, mögliche Lösungen vorzuschlagen, einfach darüber nachzudenken, wie wir die Welt verändern könnten. Und ich glaube, solche Projekte, davon brauchen wir mehr. Und wir erheben Sie Ihre Stimme und gehen Sie zu den Politikern. Und damit schließe ich mich ja auch den Dingen an, die die anderen gesagt haben. Paul wollte gegen die Depression angehen. Dazu drei kurze Sätze. Besitzen Sie Grauzonen? Schließen Sie eine gute Rechtsschutzversicherung ab und fragen Sie nie Ihren Hausjustiziar. Dietmar, es ist wieder mal einem Nichtjuristen zu verdanken, dass das juristische Panel mit Applaus schließt. Ansonsten ist es wie immer, die Juristen sprechen und hinterher verbreitet sich eine gewisse Ratlosigkeit.